Hallo liebe Freunde von Drakensang Online, es geht weiter mit einem weiteren, mit einer weiteren Folge für unser Let's Play, das ich hier blind spiele, wie ihr wisst. Und dieses Mal werden wir uns zunächst einmal um die absolut pickepacke vollen Taschen kümmern und mal herausfinden, was wir davon aufbewahren wollen, was wir verkaufen und so weiter und so fort, was wir denn da alles so schön angesammelt haben. Und ich sehe gerade schon, ich kann das hier mal rüberziehen. Wenn ich denn könnte. Wenn ich denn könnte, wie ich gerne wollte. Zack. So, ja. Genau, das werden wir uns angucken. Und natürlich werden wir auch die beim letzten Mal so umfangreich erledigten Quests heute abgeben. Ich sehe gerade, hier ist ja noch eine übrig. Ha, habe ich gar nicht gesehen. Na gut. So, dann fangen wir mal an. Ich gehe jetzt hier mal zur Vivian und sie soll doch mal über unsere Sachen drüber gucken. Da fangen wir mal vorne an. Wir haben immer noch die mächtigen Seelenwächter. Das war der Gürtel, den wir uns mal genauer angucken wollten, beziehungsweise der eigentlich, ja, im Grunde gefällt er mir besser, obwohl Kampfkraft zwar geringer ist, aber die kritische Trefferwertung, das war hier der springende Punkt. Das müssen wir uns aber gleich mal genau angucken. Ich werde erstmal den Edelstein hier entfernen aus dem Grünen. Dann werden wir beide dann nacheinander anziehen und uns mal angucken, was daraus dann folgt. Und zwar also hier in der Charakterübersicht, ne? Da dürfte das erkennbar sein. Und ja, der Hammer. Unser Hammer ist nicht mehr ganz aktuell hier mit Stufe 14. Er ist veraltet. Wir könnten ihn verbessern. Der ist jedenfalls nicht besser, deswegen verkaufen wir den grünen. Der Ring ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Was haben wir hier? Nee, der ist eigentlich nicht so gut, ist er nun auch wieder nicht. Das Rüstungsset, können wir das eigentlich auch stacken? War hier nicht immer das Rüstungsset drin gewesen? Ich dachte ich. Doch, da ist es doch. Kannst du das decken? Ja, kannst das decken. Sehr schön. Vivian? So, das ist für eine Quest. Das ist unser Hotehü. Das ist auch für eine Quest. Werde ich auch mal verhökern. Ich glaube, die grünen Sachen können wir im Grunde verhökern. Wenn dem nicht so ist, wenn ich hier einen Fehler mache, schreibt es mir beim nächsten Mal einfach mit rein. Die weißen sowieso, brauche ich glaube ich gar nicht großartig gucken. Das Amulett. 9 Schaden gegen 7 Lebenspunkte und 5 Schaden. Das packe ich schon mal weg. Einmal 3 Rüssi. Jetzt haben wir hier noch einen Gürtel, sehe ich gerade. Welcher war denn jetzt der, den ich überlegt hatte? Eigentlich müssten wir beide überlegen. Eigentlich müsste ich mir beide genauer angucken. Ja, okay, das Weiße kann auf jeden Fall weg. Das ist schon mal klar. Da brauchen wir gar nicht lange drüber nachdenken. So, ich sortiere das mal so ein bisschen zusammen. Die brauchen wir nachher. So, der Ring. Kritische Trefferwertung. Gefällt mir eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Widerstände, Lebenspunkte. Aber hier habe ich sehr, sehr viele Lebenspunkte drauf. Und hier habe ich sehr, sehr viele Widerstände drauf. Was haben wir denn hier so drin? Kritische Trefferwertung 70. Der hat
im 50. 70 und der ist verfügbar mit in der nächsten Stufe. Also kann der hier weg. Vivian? Hallo? Da bist du doch. Da ist sie doch. Kann weg. Das kann auch dann weg. Einheit kann erstmal weg. Also ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich da auf einhändig mir, sagen wir mal, vorsorglich ein zweites Set. Man könnte ja sagen, ich lege mir ein neues Set an oder so. Kann ich das eigentlich hier vorne reinpacken? Tatsächlich. Jetzt habe ich es natürlich überschrieben. Ja, so war das eigentlich auch nicht gedacht. Du solltest eigentlich nur mit hier rein. Ja, genau. Geht doch. Ja, wie gesagt, die Maus. Ich glaube, das kann... Können wir getrost erstmal beiseite packen, die grünen Sachen. Da hätten wir eine neue Kette. Tja. Aber wahrscheinlich würde es sich lohnen, die einfach nur zu steigern. Habe ich hier irgendwas Weißes noch drin? Das kann ich sofort raus. Hämmern, so, so. Also diese Geräusche da im Hintergrund, die gehen mir ja tierisch auf die Nerven, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Helm, 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 Helm. Da ist natürlich der blaue, der ist schon besser. Ist schon besser. Aber 121 Widerstände, oh. Solange ich hier keine vernünftigen Edelsteine einsetzen kann. Widerstände sind ja nun auch sehr wichtig. Kampfkraft ist gleich und mein Gott, die Rüstung. Ach, schwer zu entscheiden, ganz ehrlich. Moment mal, war das jetzt geschickt? Denn da sind 61 Widerstände. Nee, das war nicht geschickt, den zu verkaufen. Den behalten wir lieber nochmal. Ja, das ist alles gar nicht so einfach, stelle ich fest. Ja komm, die grünen hauen wir einfach mal weg. Man findet ja so viele Sachen, also... So, und das jetzt mal im Vergleich zu dem, was wir angezogen haben. Das war nämlich der springende Punkt oder die sozusagen die Überlegung, mehr Rüstung oder mehr Lebenspunkte. Das haben wir ja noch bisher noch nicht beantworten können. Das heißt, ich müsste die jetzt weiterhin aufheben. Wie mache ich denn das? Damit ich die nicht aus Versehen irgendwie verkaufe nachher. Denn wir haben ja in unserem schönen Fach leider keinen Platz mehr. Dann machen wir das doch so, dass wir auch das Pferdchen hier... hallo? Das Pferdchen bitte auch hierhin. Das heben wir mal da unten so auf, wo wir uns noch nicht entscheiden können. Also der ist eigentlich besser als das, was ich anhabe. +7. Aber auch 82 Leben. Und 41 Leben. So, der hat also 50 Widerstände und 82 Lebenspunkte. Und der hat... 130, 141, 148 Lebenspunkte und 3 Widerstände plus... Die Gesockelten.
immer die Frage der Ausgewogenheit. Gar nicht so einfach. Aber vielleicht ist es wirklich an der Zeit, hier den 15er wirklich mal zu ersetzen. So, habe ich jetzt da drüben alles? Ja. Gut, okay. Dann machen wir Rap. Da ist natürlich mein Reparaturset günstiger. Das benutze ich jetzt dann einmal. Wir haben ja zwei da davon. Einmal, bitte. Okay. Nee, für 10 Silber bin ich es nicht. Hä? Kommt das jetzt, weil ich die nicht mehr auseinandergekriegt habe, oder was? Man muss die doch irgendwie... Ich will ja nur einen davon anwenden. Wie kann ich denn die gesteckten denn jetzt wieder auseinanderkriegen? Achso, Verkaufspreis 10. Ich dachte, warum? Wie komme ich denn auf 5? Keine Ahnung. Gut. So, jetzt wollte ich noch gucken, was ist in den geheimnisvollen Würfeln drin. Verkaufspreis 10 Gold. Nee, ich wollte das aber nicht verkaufen. Da, schau her. Es gibt nämlich da ganz tolle Sachen drin. Das ist natürlich klasse. So, was haben wir jetzt hier? Oh ja, eine... Ein Totschläger, der vom Schaden her... Haupthand deutlich besser ist als das Schwert, das wir da gefunden haben. Und die Schultern sind tatsächlich auch besser. Das heißt, für uns, wir ersetzen das hier. Das andere wird verkauft. Dann können die zwei Sachen noch verkauft werden. Kriegen wir wenigstens wieder ein bisschen Gold zusammen hier. Ja. Kritisch oder Lebenspunkte? Das war das Problem. Gut. Dann machen wir mal Folgendes. Gehen wir erstmal zum Verbessern über. Konnte ich das auch bei dir? Gegenstand verbessern, ja. So, dann mach den mal rüber. So. Aha. Da fehlen mir einfach zu viele Glyphen. Ach so, ich könnte natürlich auch mal anfangen, das Zeug da mal einzuschmelzen. Okay, das kriege ich also nicht unbedingt. Jetzt nicht unbedingt verbessert. Nicht wirklich. Da wäre der Schaden erhöht. Und was ist damit? Schaden erhöht, Schaden erhöht. Ja, das müssen wir eigentlich machen.
Dann müssen wir einfach in den sauren Apfel beißen und die Dinger dann eben auch kaufen. Wir müssen noch weiter steigern. Komm, einmal noch. Ich denke mal, dass sich das lohnt. So, ich denke mal, das hat sich gelohnt. Hier, da gucken wir mal. Vielleicht finden wir auch zwischenzeitlich irgendwie was Besseres dafür. Wer weiß das schon. So, dann wollte ich hier raus. Wie kriege ich denn den Edelstein? Kriege ich hier nicht raus, ne? Da muss ich da hochlatschen. Ja, komm. Setz mal darauf. Hier stand sie doch hier vorne. Hallo? Da. So, wie war das jetzt? Ich wollte das nämlich da rausnehmen, ne? Der soll geöffnet werden, ja. Und den möchte ich mal den Edelstein raus haben. Geöffnet werden, habe ich gesagt. Hä? Wieso hat das denn... Wieso kann ich das jetzt nicht rausnehmen? Ach so, es ist kompliziert, es ist umständlich, alles klar. So. Zum Vergleich wollte ich jetzt wissen. Die kritischen Trefferwertungen. Ich halte mich jetzt hier mal an die Prozentzahlen. Mit dem grünen Gürtel. 1,17 und 128,18. Wenn ich jetzt den anziehe, deutlich besser. Aber da unten nicht. Ja gut, es ist ja auch kritische Trefferwertung. Also Treffen und Schaden ist ja noch ein Unterschied. Jetzt eben sehe ich das auch. Eben sehe ich das. Das eine ist Schaden und das andere ist Treffer. Ja, das Grüne kommt aber weg. So, ich glaube, der kann dann auch weg. Die zwei können weg. Und jetzt ging es dann noch um den Ring. Da mussten wir auch sehen, dass wir die Dinger rauskriegen. Wo ist er? Ne, ich wollte den 15er ersetzen. Ja, komm. Aufmachen! Wieso ist das jetzt eigentlich offen? Ich dachte immer, dass das geschlossen wäre, aber gut. Na gut. Fragen wir nicht länger, fragen wir nicht weiter. Haben wir eigentlich hier auch noch Edelsteine? Wir hätten da noch einen zweiten. Noch einen für die Waffenhand. Für die Waffe. Für die Waffe. Haupthand, Waffenhand, zweihändig oder Waffenzieher. Waffenzieher ist das, oder? Ja. Mehr Angriffsgeschwindigkeit. Ich werde mal den nehmen. Also den anziehen. Und jetzt wollen wir mal gucken, wo können wir denn jetzt unsere Edelsteine schön lassen. Also der Gürtel. Hätte gerne was. Zur Aufbereitung.
gingen quasi alle. Also nur 3 Punkte. Also, mach mal den rein. Einmal. Noch einen. Und den. So, wie sieht das Ganze jetzt aus? Ja, okay. So. Der Ring. Gehst du in auf Ringfinger? Ja. Prima. Ja. Gut. Das wir haben jetzt. Warte mal, den haben wir noch. Der ist aber, wie gesagt, ja, das geht natürlich nicht. Ein Schaden. Ein Schaden. Ein Schaden ist ja nun mal wirklich nicht so. Nee. Die Zuckerrüben, ich glaube, die brauchen wir nicht mehr. Das war Eventkram. Trotz ihres Wertes solltest du diese Kiesel nicht verkaufen, sondern als Unterstützung für John Sunlair. Wer ist denn John Sunlair? So, also aufheben. So, und die beiden Dinger sind für diesen Zauberstab, den ich da irgendwann mal anfertigen kann. Diese Knochenmünzen, die habe ich, glaube ich, aus Dingenskirchen, Warholm. Wenn ich mich recht entsinne. Quarzsteine. Ich meine, die waren daher. Haben wir noch irgendwo einen Platz für. Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Hab ich gerade schon geguckt. Gut, dann kann ich die Sachen verkaufen. Machen wir jetzt noch schnell. Letzte Mal runter, Süße. So, verhökern, verhökern, verhökern. Und das lassen wir erstmal so, ja? Okay, lassen wir es erstmal so. Hilft ja nichts. Dann können wir die eigentlich auch da drüben hinpacken. So, dann weiß ich, dass da unten die Leiste quasi für besondere Dinge, die ich erstmal noch aufheben möchte, sind. Die ich noch nicht zuordnen kann. So, jetzt wollen wir mal die Quests abgeben. Fangen wir mal oben an. Da müssen wir zu Red Alvin, zum Kanzler. Zu Vater Fidelis. Zum Randall. Zu Red Alvin. Finbold. Corvin. Also Red Alvin kriegt 2. Dann gehen wir mal dahin. Wo steckt der denn? Lass mal reiten. Der war hier ganz oben, ne? Ja. Ein Festmahl für die Räuber. Ihr habt dafür gesorgt. Julina, ihr werdet von Tag zu Tag wertvoller. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es mir ist, dass dieses Fest stattfinden wird, das seine Majestät so großzügig veranstalten will. Ich danke euch vielmals. Jawohl, sehr schön. Jäger und Gejagte. Ihr habt den Kerkermeister bezwungen. Bravo! Und ihr sagt, die Käfige waren leer. Hm, ja, das waren diese. Das hatten wir gesehen. Hm, solche Fußfesseln, wie ihr sie dort gefunden habt, werden doch nur verwendet, um Gefangene zu transportieren. Dann gibt es vielleicht doch noch Hoffnung für diese Menschen.
Design. Und das finde ich sehr schön. Wir kriegen natürlich wieder Adamant. Andermant, mein Gott. Mein Gott. So, was haben wir noch? Wir hatten da noch was für dich. Achso, das hat er jetzt ja automatisch schon. Okay. Okay. Warte, Fidelis. Warte, Fidelis, der war da unten irgendwo. Dem bin ich doch so oft schon hingeritten. Und der Randall, der ist auch da, ja. Hallo. Der geheime Eingang. Ah, ein Brief. Die Geweihköpfe verhalten sich verdächtig. Sie bleiben dem Gelage fern. Ich spüre ihre Abscheu. Wir haben das unterschätzt, als wir sie zu unserem Instrument machten. So, so. Der Kult hat also Feinde unter seinen Verbündeten. Interessant. Cool. Was hast du eigentlich so im Angebot? Kirchlicher Schutzbrief. Dieser kirchliche Schutzbrief garantiert dem Besitzer Schutz. Benutzen wird bei Verwendung verbraucht. Für 3 Minuten kriege ich mehr Lebenspunkte. Mhm. Ja. Naja. Naja. So, Randall. Halt. Der Jagdruf. Ich deute daraus, der Drache betonte die Jagdgöttin, die ihren Geschöpfen... Doch ihren Geschöpfen gelang es, durch den Menschen ihn zu binden. Eine Menschenfrau übte Verrat, indem sie den Drachen befreite, um dafür ein Artefakt zu erhalten. Eines, mit dem sie Artaria fesselte. Die Göttin der Wildenjagd wurde also tatsächlich gefangen. Durch die Hand eines Menschen. Sollte es ihnen gelingen, sie zu befreien, macht sie Jagd auf die gesamte Menschheit. Du musst den Schamanen finden und ihn töten, um dieses Ritual zu verhindern. Aha. Okay. Dann haben wir noch Winbold. Und den da. Welcher von beiden ist denn wer? Ist, glaube ich, egal. Ich kann auch nach der Karte jetzt dahin reiten. Komm, geh mal da rauf. Ja. Unsterbliche Liebe. Ein Ring mit seinem Namen. Ich habe ihn noch nie bei ihm gesehen, aber darf ich ihn behalten? Ich bin sicher, er hat ihn dort hinterlassen, nur um mich wissen zu lassen, dass seine Seele noch bei den Lebenden weilt. Ich danke euch vielmals, meine Dame. Bitteschön. So, und dann haben wir noch den Burschen da unten. Irgendwo. Da unten, wieder oben. Und rauf, runter, links, rechts. Durch die Brust ins Auge oder so. Huch. Fährt er mit Rückwärtsgang. Soll's geben, ne? So, was soll's geben? Habt das gesehen? Hier. Der schöne Reisestein strahlt jetzt hier in vernünftigen Farben. Also, auch in der Wiedergabe, auch im Video. Das ist nicht schön. Da ist er doch. Halt, stopp. Der Banditenanführer. Herrlich! Durch eure wackere Heldentat ist der Feind nun entscheidend geschwächt, demoralisiert und führungslos. Selbst wenn er sich nicht gleich zurückziehen wird, so braucht er zumindest Zeit, um sich wieder zu sammeln. Zeit, die wir dringend brauchen. Ja. Genau, den Schamanen haben wir jetzt noch offen. Dann haben wir Sylphmoor noch offen. Und da haben wir noch was in Sylphmoor. So, wie sieht's denn mit der Zeit aus? Mal kurz spicken. Ja, das sieht so aus, dass wir also diese Dinge, Ding, Ding, Ding und gegebenenfalls das, je nachdem, was wir noch nachbekommen,
beim nächsten Mal angehen. Ich glaube, ich werde versuchen, morgen mal Warholm zu machen. Und zwar bis zum Abwinken, damit wir das da endlich mal erledigt kriegen. Das sollte ja langsam mal besser werden. Und ja, deswegen bleibt mir jetzt an dieser Stelle auch nicht viel mehr, als mich von euch zu verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen zu sagen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Drakensang Online hier bei uns auf Studio 5. Bis dahin, macht's gut, tschüss.